kann losgehen. Gladbach mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie ins Spiel reinkommen. Friedrich. Janschke. Stefan Leiner. Florian Neuhaus. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Jetzt mal die Gladbacher. Lars Stindl. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Rani Khedira. Sie holen sich den Ballbesitz. Florian Neuhaus. Vielleicht die Führung jetzt. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Stefan Leiner. Kone. Embolo jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Haraguchi. Oczipka. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Florian Neuhaus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Haraguchi. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Bastian Oczipka. Ball ist unterwegs. Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Die Nummer 9, Andreas Vogelsang. Florian Neuhaus. Janschke. Kone. Breel, Donald, Embolo. Spiel läuft weiter, Vorteil für die Gladbacher. Und damit ist der Ball weg. Geht vielleicht was für Gladbach. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig, es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur unentschieden. Guter Pass jetzt. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen, da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern.
Trimmel. Vogelsammer. Oczipka. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier. Und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Wirklich gut. Hat sein Tor gemacht. Und ich habe so im Gefühl, dass er im zweiten Durchgang zum entscheidenden Faktor werden kann. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Und die Gladbacher kommen. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Die Ecke kommt. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Max Kruse. Auf Außen ist Platz. Gefährlich. Jan Sommer ist da, das war natürlich eine super Parade, gerade aus dieser Distanz. Jetzt der Eckball. Und die Situation geklärt. Viel Platz für den Konter jetzt. Stefan Leiner. Guter Pass. Und mit dem Treffer liegen sie in Front. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Hier ist noch alles drin. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Auf Außen ist jetzt Platz. Jetzt kann die Flagge kommen. Bastian Oczipka. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Vorne jetzt die Balleroberung. Embolo jetzt. Über den Flügel jetzt. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Den trifft er volle Lotte. Ganz starkes Tor. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Kollegen bieten sich an. Er passt gut auf und hat den Ball. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schöner Steilpass. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das Passspiel gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön.
Und die Gladbacher kommen. Na, nee, jetzt ist der Ball doch weg. Was macht er draus? Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Lars Stindl. Und er schießt. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Rani Khedira. Ja, guter Pass. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Kone. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Jetzt wird hier gewechselt. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Sie holen sich hier diesen knappen Sieg in der Liga. Es war ein enges Spiel. Umso größer ist die Freude, dass sie es hier am Ende gepackt haben.